Freut mich. Genau, was haben wir heute vor? Wir haben heute zwei große Themen, die wir fokussieren wollen. Einmal das Thema Talent Attraction, einmal das Thema smart, erfolgreiches Onboarding. Warum? Wir alle merken es, Thema Fachkräftemangel ist auch gleich mehr. Und wir wollen über die Sachen sprechen, die wirklich wichtig sind nächstes Jahr. Also diese Must-Dos, wie wir es genannt haben. Und bin mir sehr sicher, dass hier spannende Impulse dabei sind. Und dann haben wir gespannt auch auf Fragen. Also jetzt rein grätschen, wie schon gerade eben erwähnt, im Chat oder uns auch mit melden und versuchen, diese Fragen einzubauen. Und ja, also ich, Nora, ich wollte irgendwas sagen, würde ich gleich reinstarten. Sonst auch Wir würden auch ergänzen zwei, drei Worte beziehungsweise zu uns gerne. verlieren. Magst du beginnen? Ja, mache ich gerne. So, also auch von unserer oder meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Janine. Ich bin mit Nora hier zusammen bei DaVinci im Team Onboarding Experience. Unser Schwerpunkt liegt auf unserer Kundenbetreuung, da schwerpunktmäßig, wie gesagt, inhaltlich zum Onboarding. Und da haben wir nachher auch ein bisschen was mitgebracht. Genau, und wir freuen uns. Ich hab auch eine Stimme. Jürgen, ich übergebe dir das Wort wieder. Gerne, dann mache ich gleich die vollständige Vorstellung auch von meiner Seite. Mein Name ist Jürgen, wie schon erwähnt. Ich bin einer der Mitgründer von Spread. Und da kümmern wir uns viel um das Thema eigentlich Produkt. Und was mich auch in den letzten Jahren viel beschäftigt hat, da geht es gleich los mit vielleicht der nächsten ersten Slide. Nämlich, ich darf hier heute was sagen zum Thema Talent Attraction. Und die erste Frage natürlich, warum sich damit eigentlich beschäftigen. Naja, was ich glaube ich gar nicht mehr erwähnen muss hier in der Runde, ist, dass wir einen wachsenden Wettbewerb haben um die besten Talente. Was aber oft eigentlich uns bewusst ist, aber nicht so offensichtlich, ist, dass es im Recruiting ja oft gar nicht mehr ums Finden zentral geht, zumindest in den letzten Monaten, Quartalen, vielleicht ein, zwei Jahren gar nicht mehr, sondern das Überzeugen zur zentralen Herausforderung geworden ist. Um es immer heute durchziehen, mit einem Beispiel zu bringen, ihr seht unten rechts Pia. Stellen wir uns vor, Pia ist Softwareentwicklerin. Sie können wir finden auf LinkedIn, wenn wir wollen. Wir können jede spannende Person finden, die wir vielleicht rekrutieren wollen. Problem ist nur, diese Person nachher dann überhaupt mal zu erreichen, geschweige denn zu überzeugen, sich bei uns zu bewerben. Das ist die große Herausforderung. Und es betrifft sie ja nicht nur auf IT oder Zielgruppen mit Knowledge Worker, die auf LinkedIn sind. Das gleiche hören wir bei Kunden ja auch bei gewerblichen Zielgruppen. Ich kann tolle Kampagnen schalten und die werden wahrscheinlich auch gesehen. Man sieht ja, wie groß der Reach ist, in welchen speziellen Regionen, aber die Bewerbung kommt nicht rein. Das heißt, das große Keyword ist das Überzeugen. Um zum nächsten Slide zu kommen, was ist nun die Antwort, eine Lösung auch im Überzeugen? Die große neue Währung im Recruiting ist das Vertrauen oder auch genauer gesagt vertrauensvolle Beziehungen. Warum? Denken wir es mal durch unsere eigene Erfahrung. Wenn wir jetzt, egal ob beim Job, auch bei kleineren Entscheidungen, wie zum Beispiel, welches Hotel suchen wir für einen Urlaub aus oder welches Restaurant gehen wir zusammen mit Freunden hin oder welche Wasserflasche kaufe ich bei Amazon? Das sind ja alles Fragen, wo mir der Anbieter oder Booking.com oder auch Amazon tolle Verkaufsbeschreibungen geben kann, wie wir es ja uns bemühen, auch mit Jobbeschreibungen. Aber da kann mir jeder reinschreiben, tolle Kultur, tolle Kollegen, tolle Aufgaben. Klar, am Schluss brauche ich eine Quelle, der ich vertraue. Bleiben wir Beispiel Pia. Wenn Pia sich vielleicht indirekt offen ist für neue Stelle im Bereich Softwareentwicklung, dann kann ich toll beschreiben, was die Stelle ausmacht. Am Schluss muss das über einen Kanal kommen, dem oder der Pia vertraut. Und das sind oft vertrauensvolle Beziehungen. Nun, wie komme ich dahin zu dieser Beziehung oder diesem Vertrauen? Vielleicht zur nächsten Slide vielleicht zu wechseln. Auf der einen Seite, klar, ich habe Möglichkeiten, wie Beziehungen aufzubauen über die Zeit, aber eine der schnellsten, effektivsten Möglichkeiten, wie ich loslegen kann, ist klarerweise diese bestehenden, vertrauensvollen Beziehungen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nutzen. Weil meistens wird Pia schon gekannt in meinem Mitarbeiternetzwerk. Pia ist schon ein Begriff oder zumindest, wenn vielleicht einer meiner Kolleginnen bei LinkedIn etwas postet, dann wird wahrscheinlich Pia zumindest indirekt für irgendwas sehen können, dass sie auch authentisch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach außen gehen und sagen, hey, das ist eine tolle, spannende Kultur und ist eben nicht nur dieses Wording, das wir uns im Recruiting überlegen. Denkt wieder an die Wasserflasche bei Amazon. Hier kann jeder tolle Sachen reinschreiben. Am Schluss brauchen wir diese Erfahrungen anderer Kunden, anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um hier überzeugt zu werden. Nun, das bezieht sich quasi nicht nur auf Mitarbeiter werben Mitarbeiter, also Mitarbeiterempfehlungen, also ganz kurze Erklärung, für bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personen aus ihrem Netzwerk empfehlen und vorschlagen und oft dafür eine Prämie bekommen, sondern auch Themen wie Botschafterprogramme spielt hier eine Rolle. Also heißt das,
mit bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Social Media zum Beispiel darüber sprechen, mal eine persönliche Geschichte erzählen von der Arbeit oder was ihnen am besten gefällt oder nur Content zu teilen des Arbeitgebers und so weiter. Oder auch eine weitere Möglichkeit wäre, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch authentische Einblicke direkt bieten könnten an Mitarbeiter, also an Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Formaten. Das heißt, der zentrale Schlüssel ist also zu Top-Talenten sind eure Mitarbeiter. Gut, bevor wir nun einsteigen, wie das konkret auch umgesetzt werden kann, wie es funktionieren kann, welche Tipps ich nur mitgeben kann aus jetzt mittlerweile fast 5 Jahren durch konkreter Fokus nur aufs Thema, wollen wir euch etwas aktivieren. Ihr seid ein bisschen gefragt, dann kommen wir gleich zum nächsten Slide, nämlich in einer kleinen Umfrage, geht ganz kurz, nur 2 kurze Fragen. Gerne für mal diesen QR-Code einscannen oder direkt auf menti.com gehen. Mit dem Tool führen wir diese Umfrage durch. Mit dem Code könnt ihr euch dann einloggen. Das sind 2 kurze Fragen, also gerne mal parallel machen. Wäre klasse, wenn wir fast alle dazu bekommen, vielleicht kurz einen Input dazu zu geben. Zu den Fragen kurz voraus, was erwartet euch? Ist einmal die Frage, wie viel Prozent eurer Einstellungen entstehen schon über Empfehlungen, wenn ihr es ungefähr wisst? Genau, da haben wir schon die ersten Antworten. Ich warte mal kurz ab, ein paar Minuten, bis wir die meisten hier drin haben. Scheint hier sehr eindeutig zu sein. Ist aber auch schön. Gut, ich glaube, also hier ist schon ein recht klarer Trau. Oh, da haben wir noch einen mit 10-30%. Warte noch einen Moment. Ja, nee, wir müssten dann mal die umschalten zur nächsten Frage. Oder das wirst du wahrscheinlich triggern oder wird schon beide Fragen beantwortet, genau. Ja. Gut, genau. Die zweite Frage war ganz spannend. Die erste habe ich schon gemerkt. Wo glaubst du denn, steckt euer größtes Optimierungspotenzial? Das können auch jetzt Stichwörter sein oder auch kurze Sätze, wenn ihr wollt. Aber was glaubt ihr heute, bevor ihr vielleicht ein paar konkrete Impulse bekommt, was wir von Erfahrung wissen, wo glaubt ihr, stecken gerade große Potenziale in eurem Recruiting über Empfehlungen, wo ihr zum Beispiel, ja, vielleicht ihr es andocken wollen würdet oder wo ihr noch seht, hier kann man noch was optimieren, hier laufen Sachen nicht komplett rund. Das wäre mal spannend zu hören. Und wir wählen jetzt eigentlich noch Stichworte. Muss jetzt kein langer Roman sein, aber gerne so kurz und kompakt einmal die Ideen, die zuerst in den Kopf kommen. Ah, da haben wir schon mal eine Möglichkeit. Statt nur Geldprämien, vielleicht auch andere Anreize. Das ist schon mal ein guter Impuls. Ich warte noch, was so reinkommt, sonst kann ich da auch schon ein bisschen Bezug nehmen. Wir kommen dazu auch gleich nochmal. Ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Warum? Ganz klar, Geldprämie ist auch ab gewissen Gehaltslevel vielleicht gar nicht mehr der große Anreiz. Zum anderen kauft man oft sehr verspätet an. Ich muss erstmal abwarten, bis eine Recruiting-Phase vorbei ist. Und dann kommt das Geld irgendwann mal auf meinem Konto an. Ist eine sehr leise Prämie auch. Auch niemandem anders im Team wird normal von erfahren. Das heißt, hier gibt es viele Nachteile der Geldprämie. Der große Vorteil der Geldprämie ist natürlich die einfache Abwicklung. Für jeden ist was dabei in der Regel. Aber speziell die Kombination macht auch aus von Anreizen, die auch die Geldprämie erweitern. Dazu aber gleich mehr. Mehr Möglichkeiten, die Vakanzen zu teilen, auch ein sehr spannender Impuls. Das können wir auch gleich nochmal kompakt, können wir gerne noch ein drauf eingehen. Ganz kurzes Hintergrund, für die es gerade weniger anfangen können. Was bedeutet das genau? Also zentral geht es oft darum, im Führungsprogramm, dass durch Vakanzen oder Stellenausschreibungen geteilt werden. Spannend wird es aber, wie ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, wenn es Richtung Botschafterprogramme geht, wenn ich auch Content, also zum Beispiel auf einen Blogbeitrag oder ein Pro-Branding-Auszeichnung oder vielleicht einen Beitrag, was macht das IT-Team oder das Sales-Team bei uns so besonders, wenn wir diese auch geteilt werden können aus Social Media oder in gewisse Gruppen rein und so weiter, weil das natürlich auch wieder Aufmerksamkeit sorgt und wir erwähnen, dieses Vertrauen wieder erzeugt. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier schon anfangen, darüber zu sprechen, vielleicht sogar positiv, optimal für den Arbeitgeber, dann habe ich den großen positiven Effekt. Und eine dritte, mehr Transparenz für den Recruiting-Prozesse. Wo steht meine Empfehlung? Auch sehr spannender Punkt, gute Impulse, vielleicht gleich mal darauf eingreifen, nur ganz kurz zum Hintergrund auch für alle anderen. Was damit gemeint? Ich habe ja oft das Problem, wie vorhin schon bei Geldprämie erwähnt, es kommen die Empfehlungen rein.
Ich habe aber erstmal auch aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar kein Feedback. Alles endet so ein bisschen so ein schwarzes Loch, was mit einer Empfehlung passiert. Und dann muss ich regelmäßig fragen. Das heißt, im Worst Case habe ich noch im HR-Team viel Aufwand, weil regelmäßig nachgefragt, wenn es Neues gibt, oder ich bekomme als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gar kein Feedback, was auch demotivierend ist. Und deswegen ganz spannend, Dirk zu sehen, was passiert, in Erfolgserlebnisse, da kommt die Empfehlung weiter, wird eingeladen und so weiter. Deswegen, das ist ja ganz spannend, hier mehr Transparenz zu schaffen im Recruiting-Prozess, was passiert. Und noch eine weitere, genau, Mitarbeiter, wer Mitarbeiterprogramm noch mehr zu pushen, logischerweise. Dazu kommen wir gleich nochmal eine absolut wichtigsten Themen, wie das genau gemacht werden kann, was ist ein Best Practices, dazu komme ich gleich. Aber natürlich, speziell, wenn ich mal ein LS-Programm habe, ich muss hier pushen. Es gibt noch ein paar Vereinfachungen, dazu vielleicht mehr, wo auch Software helfen kann, aber speziell im manuellen Fall muss ich ich muss auf jeden Fall sehr intensiv pushen und kommunizieren, um das Programm top of the mind zu halten. Gut, sonst würde ich sagen, haben wir schon spannende Impulse dabei. Kommt noch einer, wunderbar. Geringe Aufwand, denke ich an, kann nur berücksichtigt werden, wenn über bestimmtes Tool, Code wird, etc. Genau, auch dazu komme ich heute nochmal. Auch ganz wichtiger Punkt, diese Einfachheit hier daran teilzunehmen für alle beteiligten Stakeholder. Nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch klarerweise für euch im Recruiting im HR. Aber dazu kommen wir gleich nochmal wichtige Punkte. Ich mache ganz kurz einen Screenshot, um mal später darauf einzugehen, wenn es reinpasst. Gut, dann würde ich sagen, bevor ich zum nächsten Slide komme, kannst gerne weiterklicken. Ja, gerne mal schon zum nächsten Slide kommen. Wie kommen wir zur Umsetzung? Wir haben ja gerade eben gesehen bei euren Umfragen, dass der Großteil bei euch zwischen 5-10% Empfehlungsrate liegt. Eine Stimme war ja auch für 10-30%. Um das ganz kurz ein bisschen einzusortieren, wo liegen wir denn im Benchmark-Vergleich? In Deutschland oder Österreich, Schweiz liegen wir ungefähr im Schnitt über alle Unternehmen hinweg bei ungefähr 12-15%, abhängig von der Umfrage, was so der Durchschnitt ist. Jetzt würde ich mich hier nicht unbedingt dran messen, wenn ich dann darüber liege, ehrlicherweise, weil hier kommt wirklich alles rein. Also alle Industrien, alle Größen von Unternehmen, ironischerweise umso größer ich werde, oft umso geringer mit dem Empfehlungsrate, was ja eigentlich kontraproduktiv sein sollte, weil ich umso mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, umso größer meine Netzwerke, umso mehr Stellen, umso mehr Empfehlungen sollten kommen. Eigentlich ja, Problem liegt am meisten im Prozess, wenn wir gleich kommen, um wir auch alle aktiv zu erreichen. Das heißt, diese 12-15% ist mal so eine Grundmarke für die Kolleginnen und Kollegen, die wir noch darunter legen, ist auch noch viel Potenzial da, ist eine gute Nachricht. Also hier kann man nochmal viel optimieren, ist ja bekanntlich einer der Kanäle, Empfehlungen, der deutlich effektiver funktioniert, also meistens schneller, günstiger, bessere Talente, also höhere Qualität und dann auch längere Retention Rate. Das heißt, hier schon mal gute Nachricht, hier ist noch viel tolles Potenzial, was genutzt werden kann. Und jetzt weiß ich genau die Zahlenklasse von der Kollegin oder Kollege, die jetzt auf 10-30% geklickt hatten. Wenn ich Richtung 20-30% komme, bin ich echt gut dabei. Es gibt Unternehmen, die auch 30-40% oder sogar 50% ihre Empfehlungen einstellen, aber so eine Hardgrenze ist irgendwo bei 40%. Das heißt, wenn ich bei 30% liege, habe ich noch ein paar Optimierungspotenziale, wahrscheinlich im Prozess, aber von der Quantität bin ich schon ganz gut dabei. Also unter 30% ist aber noch Luft nach oben. Gut, Luft nach oben. Wie schaffe ich das nun? Und wir haben ja eigentlich schon sehr wichtige, gute Impulse bekommen, gerade in der offenen Frage. Ich will es kurz ein bisschen strukturieren. Es sind nämlich konkret gesagt drei große Hauptthemen, die wir immer wieder bei Kunden sehen, die ganz zentral ausschlaggebend sind. Das ist zum ersten Mal, wir haben es heute schon gehört, diese einfache Teilnahme, also so wenig wie Formulare, dazu gleich mehr noch im Detail. Das zweite Thema Kommunikation, konstant pushen ist ganz, ganz wichtig, dazu gleich mehr. Und wir haben es heute auch schon gehört, Incentivierung. Ich kann ja auch sehr viel richtig machen und auch ein paar Sachen falsch machen. Fangen wir vorne mal an bei der einfachen Teilnahme. Am Rande erwähnt, wenn jetzt am Rande zu den Kommentaren vielleicht mal noch Fragen aufkommen, gerne mal reinwerfen in den Chat. Ich werde mal so einen Blick nebenbei draufwerfen, wenn es reinkommt, gerne melden. Gut, einfache Teilnahme. Wie schon erwähnt, es braucht hier einen Prozess, der am besten ohne Hürden oder mit so wenig möglich Hürden funktioniert wie nur möglich. Das heißt, was ist hier ein bisschen der Worst Case? Durch lange Formulare, die ich ausfüllen muss oder viele Hürden, die ich hier durchgehen muss, Personen bestätigen muss und so weiter, umso weniger Empfehlungen werde ich bekommen, einfach gesagt. Das werde ich mal machen, wird PIA machen, oder wird die Kollegen machen bei PIA, eine gute Freundin. Aber wenn ich ja konstant hier viele Empfehlungen erzeugen möchte, die vielleicht nicht jetzt nur die guten Freunde sind, die mir nachfragen, umso mehr muss ich hier sorgen, dass es einfach funktioniert. Was kann ich ja machen? Wir haben es einmal gehört schon vorhin bei den Punkten, ich kann mal in einem Formular, also in einem Bewerbungsformular mal fragen, wurdest du von einem Mitarbeiter empfohlen, vielleicht sogar gleich wen, wenn es vom Datenschutz funktioniert. Aber hier auch, was wir lernen, ist oft nicht so einfach. Viele machen das, die Angabe nicht. Oder es wird für eine Mitarbeiterin ein bisschen schwierig.
die Person zu überzeugen, bitte trag hier meinen Namen ein und so weiter. Also das ist ein erster Schritt, nicht optimal. Natürlich kann man es auch, wenn man es handeln kann, vom Aufwand auch erlauben, vielleicht einfach eine E-Mail schicken zu lassen mit dem LinkedIn-Profil, mit der Bewerbung und so weiter. Obwohl Bewerbung wieder, also vielleicht mehr, ist im Datenschutz eher heikel, maximal LinkedIn-Profil. Hier gibt es ein paar kleine Schritte, ein paar erste gute Möglichkeiten. Später ganz kurz dazu, wie kann man es digital lösen. Aber wenn man es ohne Digitalprogramm lösen möchte, wie erwähnt, die Empfehlung, vielleicht mal im Formular ein Feld hinzufügen oder ein sehr einfaches Formular, um diesen Prozess so einfach wie möglich zu machen. Nummer zwei ist hier der wichtigste Punkt, Kommunikation. Wir haben es ja vorhin schon gemerkt, bei einigen Rückmeldungen bezüglich Mitarbeiter, wer Mitarbeiterprogramm pushen. Speziell, wenn ich es manuell mache, muss ich hier sehr regelmäßig dran erinnern. Warum? Wir alle wissen das, wir haben alle so viele Themen auf der Agenda. Solche Themen wie Mitarbeiter bei Mitarbeiter rutschen irgendwann etwas in Vergessenheit. Also ich musste immer wieder dafür sorgen, dieses Thema top of the mind in mein Bewusstsein reinzubekommen, in die Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was kann ich hier machen? Was ich eher nicht machen sollte, ist jetzt einen großen E-Mail-Spam aufzusetzen. Weil wenn ich hier anfange, jede neue Stelle, speziell wenn ich ein größeres Unternehmen bin, irgendwie über E-Mail rauszuschicken, wird das schnell dazu führen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach dicht schalten, weil es einfach zu viel Informations-Overflow ist. Was auch nicht gut ist, ist einfach gar nicht zu kommunizieren, weil dann, klar, wie kann ich dann sicherstellen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt die Stellenanzeigen kennen, die ich hier für Empfehlungen suche? Bedeutet, ich muss einen Weg dazwischen finden. Der optimale Weg ist, versuchen, relevant die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu informieren über Stellen, die für ihr Netzwerk und für sie relevant sind. Das kann ich mit Software tun, dazu gleich mehr. Wenn ich es manuell machen möchte, würden wir empfehlen, zum Beispiel diese E-Mail-Gruppen zu bauen vielleicht, oder in, wenn man irgendwie Slack und Microsoft Teams Gruppen nutzt, hier die Teamleads zu überzeugen, das in die richtigen Teams reinzutragen. Das wären so die einfachsten Möglichkeiten mit Low-Tech, um hier mal einen ersten Schritt zu machen. Natürlich, umso spannender wird es, umso individueller diese Vorschläge werden. Klarerweise dazu auch gleich mehr, wenn ich für jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter individuell die richtigen Stellen vorschlagen kann, dazu gleich mehr. Aber das ist mein erster Schritt. Und eine zweite Möglichkeit wäre auch, natürlich zu schauen, wenn ich dann die ersten Erfolge da habe, die ersten Einstellungen, das direkt zurück zu kommunizieren. So ein bisschen das Fear of Missing Out, wo meine Kolleginnen und Kollegen bekommen hier schon Prämien, die haben schon erfolgreich empfohlen. Da gibt es sogar die ersten neuen Kollegen, die ins Team kommen, ihre Empfehlung, dass wir das direkt kommunizieren, um immer wieder das Programm top of the mind zu halten, um hier ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Wenn ich immer nur sage, diese neue Stelle, wird es irgendwann auch ein bisschen langweilig, dementsprechend hier ein bisschen mal Varietät reinzubekommen, vielleicht mal ein Update der Prämien, vielleicht mal eine Erfolgsmeldung, vielleicht mal die neue Person vorstellen, sag, hey, die Person kam mit einer Empfehlung und so weiter, um das Team immer wieder top of the mind zu bekommen. Und natürlich ist auch best, mal über die Führungskräfte zu spielen, wie vorhin schon erwähnt. Also alle im Unternehmen sind hier eigentlich eingebunden, das Thema auch zu pushen und voranzutreiben, nicht nur ihr im Recruiting. Letzter Punkt wäre auch noch, natürlich bietet sich an, bei allen Möglichkeiten das Thema irgendwie zu erwähnen, vom All-Hands-Meeting über andere Gelegenheiten. Also wir, die erfolgreichsten Kunden bei uns sind die natürlich die aktive Kommissionsnutzen, aber auch die Unternehmen, die wir sehen, die ohne unsere Software laufen, sind die extrem intensiv pushen ins Unternehmen hinein. Last but not least, Incentivierung. Hier möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Jetzt nicht von unserem Kunden leider, aber von Google. Google hatte auch schon vor vielen Jahren ihre Bewerberquote erhöhen wollen. Die waren damals ungefähr bei 20% und wollten auf die über 30%. Was haben die gemacht? Die haben ihre Prämie erstmal verdoppelt. Und es ist ja oft auch bei Unternehmen, die zu uns kommen oder Kunden, naja, kann man nicht aber die Prämie verdoppeln. Du bist auch oft mit der Impuls von der Geschäftsführung. Klingt ja einfach, mehr Geld, mehr Empfehlungen. Antwort ist meistens, also das Ergebnis meistens bei Google war es auch so, hat sich komplett nicht verändert, die Empfehlungsquote, wie viele Empfehlungen angekommen sind. Aus erwähnten Gründen vorhin schon ein bisschen, jetzt 1.000 Euro auf 2.000 Euro zu erhöhen, macht gar nicht mehr einen riesengroßen Unterschied, weil auch 1.000 Euro würden dementsprechend schon motivieren. Meistens hängt es woanders. Was kann ich hier besser machen? Was hat Google gemacht? Google hat zwei Dinge gemacht. Die haben wir schon ein bisschen erwähnt. Einmal haben sie sehr elegant kommuniziert. Das heißt, sie haben zum Beispiel angefangen, sehr genau zu fragen, wen kennst du in der Region für diese Stelle und so weiter. Und auch das ganze Netzwerk zugegriffen, das ganze LinkedIn-Netzwerk zusammen durchsucht, das am Rande erwähnt. Aber Incentivierung für das erste Learning ist nicht über mehr Geldprämien zu erreichen. Sondern, da haben wir ja vorhin auch schon spannenden Impuls bekommen, lieber hier zu schauen, wie kann ich echte Motivation sorgen, die vielleicht über reine Geldprämien hinausgeht. Was ist hier wichtig? Normal gibt es immer zwei Seiten. Die extrinsische Motivation, klar, also Sachen, die jetzt extra mich motivieren und so ein bisschen die intrinsische Motivation. Fangen wir mal mit der extrinsischen Motivation an. Was kann ich hier machen? Erstmal Zwischenschritte belohnen. Ganz, ganz wichtig. Wie vorhin schon erwähnt, wir haben das Problem,
wenn so eine Empfehlung mal reingeschickt wird, ist es meistens für MitarbeiterInnen eher wie so ein schwarzes Loch, wo die Empfehlung reinrutscht und nie wieder rauskommt. Das heißt, ich muss versuchen, schnelle Erfolgserlebnisse zu schaffen mit diesen Zwischenschritten. Also vorhin erwähnt schon, mit Anreizen, die von euch kamen oder auch mit der Transparenz zu schaffen. Ich kann zum Beispiel die Bewerbung, wenn sie reinkommt, schon mal direkt belohnen. Ich kann die, wenn die Person zum Interview eingeladen wird, belohnen. Ich kann vielleicht, ich möchte mal unterscheiden, vielleicht einen zweiten Interview, aber am besten auch simpel halten. Wie kann ich sowas machen? Wie kann ich sowas incentivieren? Klar, es gibt wieder Software dafür, dazu gleich mehr, was Spread auch macht. Ich versuche wieder vorher mal den Weg manuell zu erklären. Ich könnte zum Beispiel, um nicht zu viel Aufwand zu erzeugen, versuchen, die Interview-Einladung, wenn sowas entsteht, einmal Kleinigkeit zu belohnen. Das kann eine kleine Schokolade sein oder ein kleines Dankeschön zumindest mal, um hier mal ein Erfolgserlebnis zu haben. Und ich weiß, okay, ich habe hier einen Beitrag geleistet. Und ganz wichtig, jeder hat sehr schnell mal irgendwann mal hier ein Erfolgserlebnis gehabt und nicht nur diese wenigen Personen, die später die erfolgreiche Einstellung haben. Deswegen das mal so ein erster kleiner Schritt. Und auf der intrinsischen Motivation, was kann ich hier machen? Verschiedene Themen. Zum einen natürlich ist mal spannend, diese Sichtbarkeit zu erzeugen im Unternehmen. Also wie vorhin schon erwähnt, müssen so Fear of Missing Out ist spannend oder auch Prämien zu schaffen, die im Unternehmen auch sichtbar sind. Vielleicht eine Teamprämie, die irgendwie ein Kollege, quasi Kollege, irgendwie initiiert, weil er die Person oder er oder sie eine Person empfohlen hat. Oder vielleicht auch irgendwelche Prämien, die dann vielleicht sichtbar sind, wie ein Frühstück am Tisch und so weiter. Also Themen, die auch andere Kolleginnen sehen, ist schon mal eine gewisse intrinsische Motivation, hey, das könnte ich doch auch haben und die Prämie würde ich auch gerne haben. Das zum einen. Zum Zweiten, ich habe vorhin auch schon kurz erwähnt, wenn ich sehe, dass erste Erfolge kommuniziert werden, auch ein ganz spannender Hebel, hier vielleicht irgendwann die Motivation haben, teilzunehmen. Und das dritte Thema ist halt auch, umso mehr ich schaffe, und das ist ein bisschen die höchste Disziplin im Bereich Empfehlungsrecruiting, dieses Thema Empfehlungsprogramm in der Kultur zu verankern, umso erfolgreicher werde ich sein. Was meine ich damit? Das ist eine Kombination aus verschiedenen Themen. Das ist, wie ich es kommuniziere, wie oft ich es kommuniziere, wie ich es auch verankere, irgendwie in gewissen Value und Prinzipien. Umso mehr ich es schaffe, umso mehr quasi empfehlen und Personen zu ihm reinzubekommen, Teil eurer Kultur wird, umso logisch erfolgreicher wird es und umso mehr kann ich hier diese intrinsische Motivation auch erzeugen, nicht nur über externe Prämien, die ich bekomme. Das heißt, der Schlüsselpunkt in all diesen drei Themen ist quasi der Erfolg, den ihr haben wollt, auf über 30% zu bekommen, um nur zur vorletzten Slide zu kommen, nämlich, wie kann ich nur sowas im Prozess umsetzen? Ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, es gibt verschiedene Optionen, von manuellen Programmen bis hin zu einer digitalen Lösung, wie wir sie auch bei Spread machen. Ich werde auch gefragt, wo ist der Unterschied? Und das lässt sich einfach erklären mit dieser Metapher von Wasserzufuhr. Einige von euch, welche schätzen, haben wahrscheinlich noch ein manuelles Programm. Damit meinen wir, ihr habt eine Prämie aus, ihr seid offen für Empfehlungen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ihr signalisiert schon mal, wir sind offen für Empfehlungen, das ist auch erwünscht, das ist nicht immer selbstverständlich. Und dann belohnt ihr dich schon mal. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Was ihr nur wahrscheinlich auch selber merken werdet, ihr werdet immer nur dann höhere oder mehr Empfehlungen bekommen, wenn ihr das Thema intensiv pusht. Also wenn ihr euch intensiv hier für sorgt, dass erinnert wird, dass das Thema wieder vorgestellt wird und so weiter, kommen neue Empfehlungen rein. So müssen wir den Weg zum Brunnen mit dem Wassereimer, Wasser auftanken, wieder zurückzukommen. Das ist natürlich großer manueller Aufwand, deswegen ist oft dann schon der Schritt passiert bei vielen Unternehmen zu einem Empfehlungsmodul im Bewerbermanagementsystem. Vorteil hier, Prozess wird mal einfacher. Ich habe vielleicht irgendwo mal ein Dropdown-Menü oder vielleicht sogar ein Formular, was ich anbieten kann in meinem Bewerbermanagementsystem. Und es ist zumindest für mich beim Recruiting ein weniger Aufwand, weil die Bewerbungen in der Regel automatisch mal reinlaufen in mein System. So ein bisschen das Beispiel der Wassertonne, der Regentonne. Ich kann hier schon mal ein bisschen automatisierter Wasser auffangen, es muss die ganze Zeit laufen. Aber auch hier werden wir alle merken, naja, das alleine hilft mir noch nicht, meine Empfehlungsquote deutlich zu steigern. Meistens sogar kontraproduktiv, weil ich dann glaube, es läuft automatisch, aber es tut nicht automatisch laufen. Ich muss es wieder regelmäßig pushen, erinnern und so weiter. Deswegen hier mal der Schritt, vielleicht Sachen zu vereinfachen. Wirklich spannend wird es, unserer Meinung nach, und deswegen haben wir auch Spread entwickelt, wenn ich all die erwähnten drei Themenformen von einfachem Prozess, Kommunikation und Incentivierung, also nicht nur den Prozess und die einfache Teilnahme, sondern auch Incentivierung und Kommunikation, alles automatisiere und über einen digitalen Prozess noch verbessere. Was meine ich hier verbessern? Naja, erstmal, wenn ich zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich individuell für sie Vorschläge machen kann, welche Stellen sind für dich relevant, für dein Netzwerk, die du empfehlen kannst. Oder ich vielleicht sogar aus dem Netzwerk automatisch, wie es Google gemacht hat, Vorschläge geben kann, hey, hier diese Person, die Pia zum Beispiel aus dem LinkedIn-Netzwerk,
die spannend für uns, kannst du nicht ansprechen, willst du nicht empfehlen und so weiter. Und das war also der erste Schritt, wo Software helfen kann. Dann aber bei Incentivierung, wie vorhin erwähnt, die Transparenz zu schaffen, auch weitere Anreize einzuführen für Zwischenschritte. Auch hier kann die Software helfen, über automatische Schnittstellen zum BMS automatisch zum Beispiel die Bewerbungseingang, die Interview-Einladung automatisch getrackt werden kann und dann dementsprechend zum Beispiel Gamification-Elementen hier incentiviert werden kann. Und das ist ein weiteres Element. Und wie erwähnt, diese konstante Kommunikation kann auch automatisiert werden, indem automatisch Teamerfolge kommuniziert werden können, automatisch dann gratuliert werden kann, gefeiert werden kann. Oder auch eben, wie erwähnt, für neue Updates, neue Stellenanzeigen oder auch, wie vorhin von euch eingebracht, Content auch hier geteilt werden kann über die Mitarbeiter und so weiter. Das heißt, das Ergebnis ist dann, ein bisschen eine Metapher zu sehen und im Wasserhahn, diese konstante Quelle zu haben an Empfehlungen, an Bewerbungen, um dann wirklich konstant auf diese 25, 30, vielleicht sogar 40% Recruiting oder Empfehlungen, Einstellungen, Überempfehlungen zu bekommen. Das ist ein bisschen das Ziel, was wir bei Spread verfolgen mit diesem digitalen Firmenprogramm und das wir bei unseren Kunden auch sehen. Und genau, das ist ein bisschen zusammengefasst. Was sind die drei Optionen, um diesen Prozess umzusetzen? Letztes Slide, ganz kurz Fazit, bevor ich übergebe und voll ins Thema Onboarding reingeht. Wie auch jetzt Pia, nachdem sie hoffentlich über Empfehlung gefunden wurde, auch erfolgreich geonboardet wird. Davor ganz kurz als Erinnerung, als Fazit, was sind die drei wichtigsten Themen in Bezug jetzt auf Talent Attraction und konkret Mitarbeiter bei Mitarbeiter? Erstens, Mitarbeiterempfehlung ist nicht nur ein weiterer effektiver oder effektivster Recruiting-Kanal, sondern es geht hier um allgemeines Thema Vertrauen und Überzeugen ins Unternehmen reinzubekommen. Mehr als 80% aller eure Bewerbungen haben einen direkten oder indirekten Touchpoint gehabt mit Meinungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deswegen hier ganz, ganz wichtig, Empfehlung ist mehr als nur ein weiterer Kanal. Es ist die Grundlage eigentlich, dieses Überzeugen und Vertrauen in eure Recruiting einzubauen. Zweitens, bei der Umsetzung, it's all about the communication. Wie schon erwähnt, pushen, pushen, pushen ist speziell beim Mandelprogramm meistens eine große Aufgabe. Aber auch Incentivierung und diese Simplicity, diese Einfachheit im Prozess sind zwei weitere ganz wichtige Elemente, die zu beachten sind. Und last but not least, Prozess allein reicht nicht. Das ist wie einen schönen Park, den ihr baut, aber wenn kein Mensch diesen Park nutzt, ist er nutzlos. Das heißt, empfehlen muss Spaß machen, empfehlen muss zur Gewohnheit werden. Da helfen Plattformen wie Spread, aber kann man die auch manuell hinkriegen, indem ich, wie erwähnt, es versuche, in die Kultur einzubinden. Ich versuche, sich sehr, sehr regelmäßig tief zu kommunizieren und eben auch was schaffe, was Spaß macht. Schnelle Erfolgserlebnisse, vielleicht mal ein kleines Dankeschön für Zwischenerfolge, dass es dir mehr Spaß macht und auch wirklich zur Gewohnheit wird. Und damit bin ich am Ende meinem Teil und gebe nahtlos über. Was passiert nun mit Pia weiter, wenn Pia erfolgreich eingestellt wurde? Wie können wir sie erfolgreich onboarden? Super, vielen Dank, Jürgen. Dann übernehmen wir. Als allererstes haben wir eine etwas provokante Aussage zum Thema Onboarding mitgebracht, nämlich nur weil du eine Onboarding-Software hast, hast du eben noch lange kein gutes Onboarding. Und das ist natürlich eine gewagte Aussage eines Softwareherstellers, wie wir von DaVinci einer sind. Und man darf diese Aussage auch gerne etwas differenziert betrachten. Also natürlich ist unsere Software super dafür geeignet, Prozesse zu automatisieren, zu digitalisieren, euch Zeit zu schenken sozusagen, euch Aufgaben abzunehmen. Jeder weiß im Onboarding, was er oder sie zu tun hat. Es kann nichts mehr vergessen werden und so diese Checklisten und Laufzettel werden eben in die digitale Welt gehoben und ihr müsst da nicht mehr hinterher telefonieren oder Mails schreiben, noch und nöcher. Also insofern, Checklisten können wir mit der Software wunderbar abdecken. So, und jetzt zum Kasus Knacktus. Soziale und kulturelle Elemente des Onboardings können dort eben auch sehr, sehr gut abgebildet werden, aber man muss natürlich solche Prozesse auch erstmal aufsetzen. Und da erleben wir in der Praxis, dass es doch für die Unternehmen sehr schwierig ist, sich in diesem Bereich, also der sozialen und kulturellen Integration, zu bewegen. Aber wir halten das für super wichtig, denn das ist das Zünglein an der Waage, um sich eben nachher auch von Mitbewerbenden abzuheben. Also wenn wir im Beispiel Pia bleiben, naja, warum sollte Pia denn zu euch kommen? Weil ihr so schöne Checklisten bzw. administrative und organisatorische Prozesse habt oder weil ihr sie nach dem Recruiting, wenn ihr sie für euch gewonnen habt, auch weiterhin, sag mal unter uns Klosterschwestern hier, bei der Stange haltet. Denn sie soll ja auf jeden Fall das Gefühl haben, dass sie bei euch die richtige Entscheidung getroffen hat in dem Moment,
wo sie eben bei euch den Vertrag unterschrieben hat. Und sie soll gar nicht auf die Idee kommen, vor dem ersten Arbeitstag sich vielleicht noch für ein anderes Unternehmen zu entscheiden, was ihr mehr Sicherheit, irgendwie höheres Sicherheitsgefühl bietet, oder euch zu ghosten und gar nicht erst zum ersten Arbeitstag zu erscheinen. Und dafür sind eben diese Bereiche sehr wichtig. Also wir kriegen das natürlich auch mit und das wisst ihr auch. Also das Recruiting, darüber macht man sich Gedanken um die Candidate Experience und dass das eben ein konsistenter Prozess ist. Da gibt es eben verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann. Zum einen kann man was am Employer Branding verbessern. Man kann mal über die Stellenanzeige schauen, über die Benefits und vor allem auch über die Zeit des Recruitings. Und dann habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, naja, dann ist man ja auch erstmal fertig. So Candidate Experience, können wir einen Haken hintermachen, die war gut. Aber wie geht es dann eben weiter? Und das ist eben diese Onboarding Experience. Und da gewinnen wir wirklich, wenn wir auf Emotionen gehen und frühzeitig ein Bindungsgefühl herstellen. Und es ist auch keine Raketenwissenschaft, hat am Ende des Tages auch viel mit Gastfreundschaft zu tun. Wenn ich Freunde zu mir nach Hause einlade, dann melde ich mich auch nochmal, ob die Vereinbarung bzw. die Verabredung steht. Die melden sich vielleicht bei mir, ob sie noch was mitbringen sollen. Man ist irgendwie im Austausch und man ist im Kontakt und so ist es eben beim Onboarding auch. Also man braucht da nicht sich super fancy Maßnahmen zu überlegen. Es geht darum, was würde man denn selber auch gerne beim neuen Arbeitgeber mit auf den Weg bekommen. Und das sollten wir wirklich tun, denn der Chef der oder der ehemalige Chef der Bundesagentur für Arbeit sagt, dass uns bis 2040, also in 17 Jahren, 9 Millionen Fach- und Arbeitskräfte verlassen werden. Naja, und dann sollten wir jetzt auch jede Stellschraube nutzen, die sich uns als Arbeitgeber oder als Unternehmen bietet. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Genau, zum nächsten Slide. Und hier würde ich euch jetzt gern mal ein wenig abholen, wie wir als Da Vinci denn eigentlich ein rundum gelungenes Onboarding definieren. Und zwar besteht das Onboarding für uns aus diesen vier Säulen, die ihr hier seht. Und diese vier Säulen tragen eben sehr stabil das Dach des gelungenen Onboardings. Wir haben hier einmal die Säule der formalen Integration. Da sind die Unternehmen ganz weit vorne. Hier ist quasi alles enthalten, was Checklisten und Laufzettel betrifft. Also wirklich alles administrativ-organisatorische, was im Onboarding-Prozess auch getan werden muss. Das steht völlig außer Frage, denn das sind alles Dinge, die wir machen müssen, damit ein Arbeitsverhältnis überhaupt rechtlich sauber zustande kommen kann. Dann gibt es als nächstes die fachliche Integration. Das ist die zweite gelbe Säule, die ihr hier seht. Und hier können wir als Da Vinci in der Regel gar nicht viel helfen. Das wisst ihr als Unternehmen am allerbesten. Was brauchen meine Leute? Was brauchen meine Kollegen und Kolleginnen, damit die wirklich gut arbeiten können? Also hier ist alles enthalten, was unsere Kollegen oder Kolleginnen brauchen, um ihren Job fachlich gut ausführen zu können. Also sie müssen beispielsweise gerade in Produktionsunternehmen bestimmte Maschinen bedienen können. Vielleicht müssen sie besondere PC-Programme irgendwie lernen und beherrschen. Oder vielleicht gehört eben auch dazu, sich in vorangegangene Kundenkorrespondenz irgendwie einzulesen, damit ich überhaupt Zusammenhänge verstehe und weiß, wie ich in meinem Job agieren und handeln kann. Dann gibt es die soziale Integrationssäule, die türkise hier. Und das ist die, möchte ich sagen, ein bisschen schwieriger schon zu gestalten ist, weil hier alles von Relevanz ist, was unsere Onboardies dazu bringt, sich zugehörig zu fühlen. Also was im besten Fall auch schon vor dem ersten Arbeitstag ein Wir-Gefühl erzeugt. Und Nora hat es eben schon stellenweise angesprochen, das kann ganz niedrigschwellig sein. Ne? Also das kann wirklich eine handgeschriebene Postkarte sein, das kann irgendwie ein Video groß sein, das kann aber auch das Teamfrühstück am ersten oder zweiten Tag sein. Ne? Also das sind einfach Dinge, die mit der Arbeit an sich, sage ich jetzt mal, gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, sondern nur dazu dienen, eine Verbindung oder Bindung aufzubauen. Und dann gibt es noch die kulturelle Integrationssäule und die fällt so wahnsinnig schwer. Hier ist wirklich alles enthalten, was Unternehmenskultur, Unternehmenswerte transportiert, um eine Identifikation mit dem Unternehmen und der Arbeitgebermarke sozusagen zu schaffen. Jetzt ist es aber eine wahnsinnige Herausforderung, Werte und Kultur, vielleicht auch ungeschriebene Regeln zu transportieren, also ungeschriebene Gesetze,
keine Ahnung, wie laufen wir denn hier rum? Und Freitag sind die meisten im Homeoffice. Also all diese Dinge, die gehören eben dazu. Und das aber eben zu kommunizieren, ist wirklich eine Herausforderung. Und da darf man sich gerne mal Gedanken dazu machen, wie man das denn unterstützen kann. Also wir hier zum Beispiel bieten bei uns so einen CEO-Austausch an. Also jeder Onboardie bei uns hat ein Gespräch mit unserer Geschäftsführung, irgendwie eine halbe Stunde, das wird terminiert. Und da wird sich eben einfach ausgetauscht darüber, wer sind wir eigentlich, was steckt in unserer DNA, woher kommen wir eigentlich. Also auch das dient dazu, diese Werte und die Kultur zu vermitteln. Genau, und im besten Fall gelingt es uns, dass wir all diese Säulen einigermaßen gleichgewichtig bedienen. Ne? Nur dann kann dieses Dach eben stabil getragen werden. Und wenn es eben nicht der Fall ist und es uns nicht gelingt, dann passiert eben das, was wir hier jetzt in der nächsten Grafik sehen. Das Ganze wird in sich instabil und kippt vielleicht auch um. Und leider ist es meistens so, dass eben die soziale und die kulturelle Integration hinten runterfallen und das eben das ist, was eben so schwer bedient werden kann. Genau. Genau, wir haben euch auch eine Menti-Umfrage mitgebracht. Für die, die den QR-Code nochmal scannen möchten, ist jetzt die Gelegenheit. Und dann gehen wir auch direkt gleich rüber und die Frage lautet, was kannst du tun, damit Pia nicht zum ersten Arbeitstag kommt? Eine paradoxe Frage, wo man sich im ersten Moment denkt, hä, was soll das? Wir wollen ja, dass sie kommt. Aber es hilft doch manchmal, sich vor Augen zu führen, wie es richtig schlecht geht, um dann zu ganz validen Lösungen zu kommen, wie es ganz wunderbar laufen kann. Und ich schalte mal gerade rüber. Und genau, ihr dürft, das ist auch wieder eine Freitextfrage, ihr dürft eure Antworten mal eintippern und wir hoffen natürlich auf rege Teilnahme. Ja, die erste Antwort ist schon eingetrudelt. Niemand weiß am ersten Tag Bescheid. Das ist durchaus ein Klassiker, ja, der uns schon an 2, 3 Stellen mal über den Weg gelaufen ist und auch das lässt sich wirklich leichtgewichtig ändern. Total. Ja, genau. Also das gehört ja einfach zum guten Ton, ne? Dass die Person nicht bei euch unten am Empfang steht oder in der Teeküche und gefragt wird, wer bist du nochmal? Und ach so, du solltest erst nächste Woche kommen, dachte ich. Also solche Informationen, die sind ja so basic, das ist, glaube ich, keine große Herausforderung mehr. Ah ja, ja, da sind so Klassiker dabei, gar nichts zu tun, ganz wunderbar. Es heißt ja aber auch, du kannst nicht nicht onboarden. Also gar nichts zu tun ist halt auch gleichzusetzen mit einem richtig miesen Onboarding. Und naja, darf man sich dann fragen, Frühfluktuation, ob das nicht ein Thema werden könnte. Ja, der eingerichtete Arbeitsplatz, den haben wir hier auch. Auch das kennen wir, das hat manchmal tatsächlich wirklich strukturelle Hintergründe, dass das irgendwie schwierig ist. Aber am Ende ist es doch toll, wenn ich auf meinen Arbeitsplatz komme und ich sehe, ah, da steht irgendwie Laptop, Bildschirm, Telefon, Stift, Papier, ich weiß nicht, alles, was man so brauchen könnte. Das hat ja auch was von Wertschätzung, dass man quasi, ich nenne es jetzt mal diesen Hygienefaktor, der das am Ende des Tages ja ist, dass man den auch berücksichtigt und nicht einfach irgendwie hinten runterkippen lässt. Genau. Dann haben wir, ab der Vertragsunterschrift nicht mehr melden. Genau, das ist das, was gerne mal passiert. Also ich unterschreibe heute einen Arbeitsvertrag. Ich fange hier aber nicht zwangsläufig gleich morgen an zu arbeiten, sondern ich habe eben Wochen oder sogar Monate dazwischen, wenn ich eben eine Kündigungsfrist einzuhalten habe. Und dann wäre es natürlich toll, wenn ich irgendwie noch in Kommunikation treten kann. Also das ist grundsätzlich erstmal keine Einbahnstraße, das dürfen gerne beide tun, aber da einfach, hat der Nora vorhin auch schon mal gesagt, im Austausch bleiben. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Genau, vielleicht fällt euch ja im Nachgang noch ein bisschen was ein, was ihr adaptieren könnt, indem ihr es genau andersrum macht, nämlich nicht schlicht, sondern gut. So, dann gibt es Fragen, die Pia sich als unser Onboardie im Vorfeld stellt? Und da sind No-Brainer dabei, aber auch die haben leider ihre Daseinsberechtigung. Denn also, erstmal die Frage, hast du den Weg gut gefunden? Würde man denken, naja, die Person war ja zum Vorstellungsgespräch schon mal da, sie kennt ja den Weg. Aber die Praxis oder die Erfahrung zeigt, dass es dann doch nicht immer so ganz einfach ist. Also einige Unternehmen haben Vorstellungsgespräche nur remote oder eben in einem anderen Teil des Gebäudes, als der tatsächliche Arbeitsplatz aussieht. Und dann hängt doch immer mal, wenn man vielleicht auch ein ganz tolles neues Gebäude hat,
ein Kabel nochmal aus der Wand oder aus der Klingel oder es gibt vielleicht noch keine Beschriftung über dem Gebäude. Das sind so Dinge, die kann man wunderbar im Onboarding nutzen, idealerweise natürlich über unser Mitarbeiterportal, was an unserer Onboarding-Software dranhängt sozusagen, was euer Kommunikationsmedium Nummer 1 mit den neuen Personen ist. Da kann man Portalartikel einstellen und im Vorfeld eben genau das auf den Weg geben. Hey, wunder dich nicht. Der Parkplatz ist noch auf Sand, wir haben noch keine Klingel, wir haben noch keine Tür, ich weiß es nicht. Das sind Dinge, die kann man eben, wie gesagt, mitgeben. Aber auch, wenn ihr mal an Reboardings denkt, also Personen, die eigentlich schon bei euch fest angestellt sind, aber aufgrund von Elternzeit oder Langzeiterkrankung nach längerer Zeit zurück ins Unternehmen kommen, habe ich eine schöne Anekdote mitgebracht. Wir von DaVinci hatten hier im August unser Kundenevent bei uns hier im Büro und Janine und ich, wir standen unten und haben halt ne, Kärtchen verteilt und unsere Listen abgehakt, wie man das so macht. Und hier bei uns im Gebäude ist im unteren Teil die Stadt Hamburg mit einer Bauabteilung. Ja. Und es begab sich nun Folgendes, eine Kollegin von denen kam aus der Elternzeit zurück, erster Tag nach der Elternzeit, sie hatte also schon einen Transponder, ja, wusste jetzt aber nicht so richtig, wohin damit, weil sich in ihrer Abwesenheit dieses Lesegerät für den Transponder geändert hatte und es gab mehrere, die so aussahen, als wären sie die richtigen, waren sie aber nicht, weil die Tür öffnete sich nicht. Sie hatte dann geklingelt und geklopft und nichts passierte. Dann ist sie zum anderen Eingang, gleiches Spiel. Aus Verzweiflung hat sie nachher an die Scheibe geklopft. Und dann kam auch jemand. Ne? Also auch da nochmal überlegen, müssen wir diesen Personen nicht etwas mit auf den Weg geben, damit auch die einen ersten guten Arbeitstag nach eben längerer Abwesenheit haben. Dann die Frage, passt dein Outfit zur neuen Firma? Also heutzutage leben wir in einer Welt, in der man glücklicherweise meistens so zur Arbeit kommen kann, wie man sich wohlfühlt. Also dieses Kostüm und der Anzug sind sicherlich in einigen Branchen immer noch der Dresscode, aber eben nicht in allen und es geht auch andersrum. Wir hatten nämlich vor kurzem einen Kunden im Workshop, der sagte, dass seine Ingenieure alle barfuß laufen. Kann man machen, gar kein Thema, aber sage ich euch ehrlich, wenn ich den ersten Tag bei DaVinci gehabt hätte und hier wären alle barfuß gelaufen, ich hätte mich zumindest gewundert und mich gefragt, ob ich jetzt auch meine Schuhe ausziehen soll. Deswegen, da darf man auch gerne mal einen Hinweis geben. Ne? Also man möchte ja am ersten Tag nicht unangenehm auffallen, deswegen gerne mal einen Hinweis geben, wie man sich kleiden darf, auch wenn das super leger ist und eben nur die Leistung bei euch zählt. Und dann last but not least, weißt du, was dich heute erwartet? Also jeder erste Arbeitstag ist, egal vom Hierarchie oder was sagt man, Positionslevel, aufregend. Ne? Es ist alles neu, neue Kollegen, findet man sich ein, sind die nett, wie sind die Räumlichkeiten, finde ich mich zurecht, verlaufe ich mich, la 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 la. Und man kann natürlich einen Einarbeitungsplan im Vorfeld schon mitgeben, aber erfahrungsgemäß fällt das den Unternehmen einfach schwer. Was man aber relativ unkompliziert machen kann, ist mal eine Übersicht über den ersten Tag mitzugeben. Also wann geht's los? Muss ich erstmal in die Perso und da noch 100 Sachen abgeben? Gibt es einen Rundgang? Muss ich mich darauf einstellen, dass ich meinen Namen an dem Tag nicht nur 10-mal, sondern 50-mal erzähle und meinen Werdegang? Wie sieht es mit der Mittagspausenregelung aus? Also bin ich mit meiner Tupperdose, also goldrichtig, weil alle sich was mitbringen? Gibt es eine Kantine? Geht man fancy lunchen und man wird schief angeguckt, wenn man Tupper dabei hat, so ungefähr? Und auch wann der Arbeitstag zu Ende ist. Also ich hatte mal einen ersten Arbeitstag, da gab es das alles nicht. Das hatte die Folge, da war ich noch ein bisschen jünger. Keine Pause gemacht, 10 Stunden durchgearbeitet. Um 18 Uhr saß ich da immer noch und morgens um 8 ging es los. Also ne, da kann man schon viel auch retten, indem man sich einfach für diesen Tag wirklich die Onboardies als Hauptakteur sozusagen schnappt und die begleitet. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau. Okay, dann hätte ich noch eine Lösungsidee mitgebracht von einem Kunden von uns, der sehr erfolgreich damit war. Und zwar geht es erstmal darum, dass ein gelungenes Onboarding aus unserer Perspektive nicht ausschließlich Aufgabe von HR oder der Personalabteilung ist, sondern es gehören einfach alle dazu. Und das zählt eben auch für die Fachbereiche bzw. Führungskräfte und das Team, denn dort sitzen unsere Onboardies hinterher. Ne? Die sitzen ja in dem fachlichen
Bereich, wo sie eben ihren Job täglich ausführen und sitzen eben nicht neben euch in der Personalabteilung. Und manchmal funktioniert das ganz hervorragend, aber manchmal fehlt auch noch so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass das Onboarding so ein bisschen ganzheitlicher gedacht werden muss. Und jetzt zurück zu unserem Kunden. Dieser Kunde ist, das muss man fairerweise dazu sagen, mit einem sehr, sehr hohen Reifegrad unterwegs und hat sich eben auf die Fahne geschrieben, dass sie so ein bisschen mehr Aktivierung da drin haben wollen, dass sich alle eben beteiligt fühlen. Und dann haben die eine Art Shop entwickelt, so nenne ich es mal. Und das ist jetzt kein Shop, wo man irgendwie in einen Laden geht und sich irgendwas aus dem Regal nimmt. Aber es ist ein Teil dessen. Und zwar haben sie ihren Fachbereichen und ihren Teams die Möglichkeit gegeben, dass sie sich bedienen können an unterschiedlichsten Elementen, die sie in Richtung ihrer Onboardy spielen können. Also das kann irgendwie eine Postkarte sein, die sie sich nehmen können. Da kann das ganze Team drauf unterschreiben. Das können irgendwelche Goodies sein. Das können aber auch einfach Inhalte sein, derer sie sich bedienen können. Und dann haben sie es so gemacht, dass sie sich einen Fachbereich rausgesucht haben, der gesagt hat, boah, da habe ich richtig Bock drauf, das will ich auf jeden Fall machen. Und was soll ich sagen, es hat sich am Ende daraus so eine Kettenreaktion ergeben. Es ist quasi der Influencer des Unternehmens gewesen für dieses Thema. Und immer mehr sind dann auf diesen Zug aufgesprungen. Das haben sie eben auch gemacht, indem sie in regelmäßigen Feedback- und Austauschrunden diese ganzen positiven Erfahrungen, die dieser spezielle Fachbereich damit eben gemacht hat, dass sie das immer verbal wieder transportiert haben und immer wieder gesagt haben, guck mal, und das funktioniert so super und damit konnten wir das und dies und jenes erreichen. Und dadurch sind eben immer mehr auf diesen Zug aufgesprungen und haben gesagt, wenn das so gut funktioniert, das will ich aber auch. Und das große Ergebnis, was sie bisher damit erreicht haben, war eben oder ist, dass es ihnen gelungen ist, zumindest schon mal bei ihren Azubis die Kündigungsquote seitens der Azubis innerhalb der Probezeit einfach auf null zu reduzieren. Und auch hier, vielleicht nochmal, weil Nora das auch schon gesagt hatte, das sind teilweise so Dinge, die sind so leichtgewichtig, die kann man mal machen. Das ist nicht zwangsläufig verbunden mit wahnsinnig großen Ausgaben und mit einem wahnsinnig großen Aufwand. Natürlich gibt es auch Elemente, die man so nutzen kann, aber am Ende ist es eben viel dieses Thema der Gastfreundschaft und des sich verantwortlich fühlen für die neuen Kollegen und Kolleginnen, die wir eben jetzt an unserer Seite haben. Genau, so. Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir haben noch auch eine kleine Zusammenfassung mitgebracht. Also nehmt gerne mal mit, dass Onboarding eben mehr als Checklisten, Laufzettel und Excel-Tabellen ist und es eben auch nicht reicht, nur mit diesen drei Elementen durchs Leben zu laufen, sondern dass man sich eben auch gerade über das Zwischenmenschliche mal Gedanken machen sollte. Dann haben wir eben die emotionale Integration wirklich als Schlüssel zur Bindung an euch als Arbeitgeber, damit die Onboardies eben nicht auf die Idee kommen, noch links und rechts zu schauen, was der Markt so hergibt. Genau, und dann noch vielleicht einmal als Reminder, das, was ich eben schon gesagt hatte, Onboarding ist nicht ausschließlich Aufgabe von HR oder von den Personalabteilungen. Es ist eine ganzheitliche Sache, der sich im Prinzip alle annehmen sollten, denn es ist ja schon noch unser Wunsch im Sinne des Unternehmens, dass unsere neuen Kollegen, Kolleginnen schnell gut ankommen, sich wohlfühlen, damit auch eben produktiv werden. Und das kann eben nicht die Aufgabe von einer Person oder einer Abteilung sein. Ja, und ansonsten vielleicht noch einen kleinen Werbeteaser zum Schluss. Nora und ich bieten eben dazu auch entsprechend Workshops an, also einmal um die soziale und kulturelle Integration noch so ein bisschen, also da arbeiten wir sehr methodisch, und das nochmal so ein bisschen zu fördern und rauszukitzeln und zu gucken, was können wir für euch dort nutzen. Und eben auch das Thema der Aktivierung der Fachbereiche. Das ist nicht ganz so einfach, das so hinzukriegen, aber auch da gibt es methodische Arbeitsweisen, dass man so ein bisschen an dem Bewusstsein dafür nochmal arbeiten kann. Also, wenn da Bedarf besteht, gerne bei uns melden.